Ja, wir haben nur ein Bild. Dina, du lebst. Wo sind die anderen aus deinem Team? Wir haben hier ernste Probleme. Wir wurden getrennt. Ich fürchte, sie sind... Hey, bist du das? Bitte komm. Warte kurz, Dina. Hey, wir haben uns errechnet. 2050 ist zu spät. Joseph? Oh mein Gott! Was ist da bei dir los? Wir können den Klima gar nicht mehr aufhalten. Wir sind mittendrin. Ich wiederhole. Wir sind... Oh! Ach du Scheiße! Verloren. Wir haben verloren. Mission abbrechen. Bringt euch in Sicherheit. Ach du Scheiße. Dina? Dina! Dina, so melde dich doch! Oh nein! Da haben wir noch ein neues Bild reinbekommen. Faye, ich stelle auf 0,6. Ich kann hören, liegt an dieser verdammten Strahlung. Es ist das Kraftwerk, hörst du? Das Kraftwerk. Ich glaube, Quelle gefunden, Faye. Ich... Sadi? Empfängst du mich noch? Bleib bitte dran, ich... Sie sind alle tot. Oh mein Gott, warum haben sie sich dann auf 2050 ausgewählt? Warum sind die nicht einfach ins Jahr 2000 rein, wo es hundertprozentig noch alles okay war? Und woher wussten die nicht, dass 2050 schon alles beendet, also angefangen hat? Ich meine, die müssen doch irgendwelche Geschichtsaufzeichnungen oder sowas gehabt haben. Ich glaube, wir haben ein ernsthaftes Problem, was wir jetzt unseren Herrn da unten berichten müssen. Nigel? Nigel! Seltsam. Ich suche besser nach ihm. Besser wohl so. Sitzfläche. Die geht nicht durch das Loch durch. Scheint eine Sitzgelegenheit zu sein. Nein. Da ist nichts. Oh, es fällt immer was in die Ritzen. Da war aber nichts. Schade. Ich würde gerne, aber ich habe eine Mission. Was für eine wunderschöne Landschaft. Aber was soll das darstellen? Hey, das sind Bäume. Ich habe noch nie in meinem Leben Bäume gesehen. Es ist viel zu groß. Es ist das Einzige, was diesen Ort hier gemütlich macht. Also wenn man im Leben noch nie Bäume gesehen hat, das ist echt böse. Ja, das ist besser. Na schön, wenn du dafür Zeit hast. Ich meine, wenn die Welt eh untergeht, da kann man auch noch sowas nochmal machen. Ne? Schreibtisch. Ich kann sie nicht öffnen. Sie ist abgeschlossen. Natürlich kannst du das. Du hast ein Messer dabei. Ich hoffe, das klappt. Nicht schlecht. Und was haben wir da? Ein Schraubenzieher. Ein Kreuzschlitzschraubenzieher. Was hat der hier drin verloren? Woher kennst du das? In deiner Zeit gibt's da sowas noch? Ich gehe mal hier runter erstmal. Oh, nicht erstmal. Nicht erstmal. Ah! Nigel? Faye! Warte, ich komme zu dir. Ah! Verdammt. Wie komme ich da jetzt wieder hoch? Haltet durch, Nigel. Wo war der? Ich hab den gar nicht gesehen jetzt. Eine Nylonschnur. Reißfest. Dann reiß mal. Unzerreißbar. Das Messer ist scharf genug. Sehr schön. Was für ein Move auch, ey, das kann ja gar nicht sein. Ja. Okay, Tür. Die Tür ist fest verschlossen. Außerdem wird sie von einem Haufen Schlick blockiert.
Ich höre nur ein leises Knarren. Und Schritte? Nein, doch nicht. Verschlossen. Was auch sonst. Die Tür ist fest verschlossen. Außerdem wird sie von einem Haufen Schlick blockiert. Die Tür bewegt sich kein Stück. Okay, dann haben wir hier noch eine. Die Tür ist fest verschlossen. Okay. Ich höre nur ein leises Knarren. Und Schritte? Nein. Verschlossen. Was auch so. Okay. Hier ist wahrscheinlich bei der... Die Tür ist fest Außerdem die Tür... Ja, okay. Schlick. Hier haben wir noch eine Tür. Diese Tür hier hängt auffallend schief in den Angeln. Dahinter ist es völlig still. Das sagt allerdings gar nichts. Auf dieser Seite der Tür ist es ja auch nicht anders. Na, dann gehen wir mal rein. Verschlossen. Was auch sonst. Und was ist, wenn wir immer mal die Tür... Na, dann wollen wir mal. Autsch, nein, das ist definitiv das falsche Werkzeug. Damit habe ich einfach zu wenig Hebelwirkung. Und mit dem Messer? Na, dann wollen wir mal. Autsch, nein, das ist definitiv... Damit habe ich okay. Eisenstange, na was denn wohl? Diese Stange ist locker. Na, dann nehmen wir die doch mal raus. Ich nehme sie mal mit. Gute Idee, und jetzt nehmen wir nämlich die Eisenstange und jetzt auch. Na, dann wollen wir mal. Sehr schön. Merkwürdig. Da klebt viel Papier an der Wand. Die Wand dahinter sieht auch nicht besser aus. Wie geht's? Die Wand hat hier Feuchtigkeit gezogen. Die Latten sind nass und morsch. Dann... Nicht mit bloßen Händen. Du hast aber eine Stange. Stange! Es geht! Ich wusste, die Stange würde mir noch nützlich sein. Ja, wollen wir mal schauen, was da drin ist? Oder haben wir hier noch was? Ne, ist gar nichts mehr. Der Raum interessiert sich nicht. Servierwagen. Ein verdreckter Wagen, mit dem wohl unhandliche Gegenstände transportiert wurden. Nein, nur Müll. Nichts Nützliches dabei. Okay, hier haben wir sonst Zahnputzgläser. Kids. In den Gläsern wächst etwas Pilzartiges und es riecht unangenehm. Delvin wäre begeistert. Man nennt es auch Schimmel. Bloß nicht, die Gläser sind widerlich. Und meine Zähne könnte ich auch gleich mit einem Ziegelstein abreiben. Okay, das möchte ich jetzt aber sehen. Hier haben wir ansonsten nichts mehr. Das ist die Tür zum Flur. Auch von dieser Seite. Fest verschlossen. Aber wir haben jetzt eine Stange, mit der wir sie aufbrechen könnten. Wozu? Ich bin doch schon drin. Keine Ahnung. Muss ja nicht jedes Mal hier drüber steigen, oder? Gucken wir mal, ob wir hier noch langkommen. Nee. Dann gehen wir nach oben. Wir gehen nach oben. Hä? Ah, Spindtür. Ein einfacher Spind. Nee, du kannst sie noch gleich öffnen. Das ist jetzt nicht das Problem, oder? Kehrblech. Könnte so etwas wie eine Schaufel sein. Die Seife nehme ich auch gleich mit. Alles klar. Und ein Besen. Ein alter Besen. Der wurde schon länger nicht mehr benutzt. Logisch, wenn hier alles tot ist, ne? Dann hat auch keiner Besen benutzt. Ich hoffe, der bricht nicht auseinander. Aber wo sind die Menschen alle hin? Die können doch nicht alle tot sein, oder? Ich komme immer noch nicht nach oben. Verschlossen. Was auch sonst. Kann ich mit der Brechstange denn jetzt eventuell... Die Tür ist fest verschlossen. Außerdem wird sie von einem Haufen Schlick blockiert. Und wenn ich den Schlick wegmache? So viel? Vielleicht könnte ich den Schlamm damit wegräumen. Aber wozu? Ich habe bereits einen Weg hineingefunden. Du hast da einen Weg reingefunden, nicht da. Wasser. So eine trübe Brühe. Ich kann leider nicht schwimmen. Wieso haben Sie es nicht gelernt? Wir leben unter der Erde. Ich musste es nie lernen. So, so.
Da hat sie allerdings... Ach, hier ist eine Leiter. Irgend so ein alter Federmechanismus hat die Leiter wieder nach oben gezogen. Haltet durch, Nigel. Ich lass mir etwas einfallen. Zu hoch. Für dich vielleicht, aber nicht für den Besen. Der Besen ist tatsächlich lang genug. Gute Idee. So, dann wollen wir mal nach oben gehen. Und hoffen, dass wir dem Nigel... Wo ist der Nigel? Hä, bin ich blöd? Die Leuchtschrift ist durch das Nachbarhaus gekracht. Der Sturm muss entsetzlich gewesen sein. Und hier ist er anscheinend auch lang gelaufen. Lesegerät. Irgendwelche Terminals. Aber ich sehe keinen Knopf. Nur eine zylindrische Halterung in der Mitte. Keine sichtbaren Schalter. Vielleicht aktiviert man sie, indem man etwas in diese zylindrische Halterung steckt. Ist Call jetzt auch PC? Aber das kennt ihr wahrscheinlich bei euch gar nicht mehr. Noch ein Lesegerät. Bücher. Auch hier haben wir Bücher. Die gucken wir doch gleich mal an. So viele Bücher habe ich in meinem ganzen Leben nicht gesehen. Echt nicht. Ein der L. Hier sind alle Buchrücken völlig unlesbar geworden. Die würden in meinen Händen sofort zu Staub zerfallen. Okay, Schutthaufen haben wir hier noch. Ein riesiger Haufen Schutt versperrt den Durchgang. Betonplatten wiegen ungefähr eine Tonne. Die ist doch sehr komisch, dass sie genau so gefallen sind, aber okay, ich möchte mich jetzt nicht über die Logik gespielt. Konfusioniert auslassen, was weiß ich. So viele Bücher habe ich in meinem ganzen Leben nicht gesehen. Okay, durchstimmen. S-Q-Uch. Schade, ich kann nichts lesen. Oh. Die würden in meinen Händen sofort zu Staub zerfallen. Okay, hier haben wir noch, vielleicht muss ich mal alle Lesegeräte durchgehen. Keine sichtbaren Schalter. Vielleicht aktiviert man sie, indem man etwas in diese zylindrische Halterung steckt. Ich müsste da aber ein Schalter dran sein. Irgendwelche Terminal, aber ich sehe keinen Knopf. Keine sichtbar... Vielleicht... Okay, ist klar. Und hier haben wir noch Bücher, ein drittes Mal. Vielleicht so viele ist da noch Bücher habe ich in meinem ganzen Leben nicht gesehen. Das... Da hinten ist leider... Okay, und... Die würden in meinen Händen sofort... Alles klar. Haben wir hier noch irgendwo... Ah, Fenster haben wir auch noch, alles klar. Das Fenster ist etwas staubig. Dahinter ist die überflutete Straßenschlucht. Es gibt keine Griffe oder so. Okay. Das ist wahrscheinlich einfach nur kaputt, ansonsten wird er nicht. Das Fenster ist etwas staubig. Dahinter ist die überflutete Straßenschlucht. Etwas staubig oder auch gar nicht mehr vorhanden. So, gehen wir mal hier lang. Sonst haben wir hier nichts mehr. Nee. Okay, gehen wir mal hier rein. Nigel! Faye, komm nicht näher. Der Boden gibt nach. Ich suche ein Seil. Ich kann dich... Nein, Faye, du musst... Hast du versucht über das Geländer? Nein, Faye. Faye! Hör mir gut zu. Es ist wichtig, dass du mir ganz genau zuhörst. Finde das zweite San Francisco-Team. Finde Salvador und Delvin. Nigel, lass mich dir doch... 2050 ist zu spät. Ihr müsst einen weiteren Zeitsprung wagen. Hier, in dieser Konsole. Ich weiß jetzt, wie wir die Katastrophe abwenden können, die Cyanobakterie. Sie ist unsere letzte Chance. Ich verstehe nicht. Ich habe die Information in zwei Datenkristallen gespeichert. Einer ist runtergefallen, als der Boden nachgab. Finde ihn. Gib ihn Salvador. Er wird wissen, was zu tun ist. Nigel, die anderen Teams, sie sind alle tot. Reich mir deine Hand. Die Bakterie. Sie ist der Schlüssel. Nigel!
Sie wollen mich wohl veralbern. Was? Es war schrecklich. Er war der einzige Freund, den ich noch hatte. Wie könnte ich so etwas erfinden? Ach, kommen Sie. Sie wissen ganz genau, worauf ich hinaus will. Erst dieser Svensson und jetzt die Bakterie. Warum sagen Sie es nicht einfach? Ihr Freund starb für meine Forschung. Bedrückt dich das gar nicht? Ich bin weiß Gott kein Unmensch. Aber ich beginne allmählich die Strategie hinter Ihrem Märchen zu erkennen. Wir halten fest, meine Blaualge oder Cyanobakterie ist die Energiequelle der Zukunft. Wie geht's weiter? Ja. Wie geht es jetzt weiter? Genau die gleiche Frage habe ich mir damals auch gestellt. Ja, vielleicht 2050 zu spät. Hallo? Wer ist da? Mission abbrechen. Bringt euch in Sicherheit. Zeitechos. Von den anderen. Moment mal. Was ist das? Ein Notrufsignal. Das zweite San Francisco-Team lebt noch. Das Signal ist keine 2 Meilen entfernt. Ich brauche ein Boot. Könnte es auch schwimmen. Ach, du kannst ja nicht schwimmen, scheiße. Ruinen. Irgendwo dort muss das zweite Team sein. Die Stadt ist gänzlich überflutet. Ich muss eine Möglichkeit finden, über das Wasser zu kommen. Natürlich kann der Typ, kann die Rettungsfrau nicht schwimmen. Es muss einfach so sein. Man kann sich ja nicht. Ja, gut. Die haben ja das davor erfahren, dass sie wieder zurückreisen. Es gab ja kein Wasser mehr. Dann wollen wir mal nochmal schauen hier. Kann man die Zeitkapsel nicht als Boot benutzen? Sie strahlt immer noch Wärme aus und scheint in gutem Zustand zu sein. Mehr kann ich von hier aus nicht sagen. Mal schauen, ob wir noch irgendwas Wichtiges finden hier drin. Nicht ohne das zweite Team. Oh, die Frau ist so schlimm. Und das sollte auch besser so bleiben. Okay, Zylinder noch mal überprüfen, herausziehen. Wir haben deutlich mehr Energie verbraucht. Alles klar. Hier geht also nichts mehr. Wir sind vollkommen auf uns allein gestellt.